Hallo Baskets-Fans, herzlich willkommen zum Heimspiel der Finke Baskets gegen die BG Göttingen. Die Göttinger sind mit 400 Mann hier, machen ordentlich Stimmung und das wird ein echtes schweres Spiel heute. Göttingen nur 3 Niederlagen bisher diese Saison, 22 Siege und wir müssen mal gucken, was wir heute reißen können. So, jetzt hier bei mir Benny vom Göttinger Fanclub. Hallo Benny. Hi. Mit wie vielen Leuten seid ihr heute hier? Knapp 400. Also knapp 400, wir rechnen kurz nach, Wahnsinn. Ich glaube, einmalig in der zweiten Liga, oder? Ja, auf jeden Fall. Ihr seid jetzt schon die lautesten Auswärtsfans. Ja, das habt ihr schon bewiesen. Dankeschön. Was meinst du, wie geht's heute aus? Ich glaube, es wird doch deutlich. Wir haben so ein Tippspiel gemacht und ich hatte so 90, 70, sowas in der Richtung. Plus 20 für die Göttinger. So, jetzt sind wir mal zuerst an unserer Bank. Uli, was habt ihr gemacht, um euch vorzubereiten? Naja, konzentriert, trainiert die Woche. Die Mannschaft darauf vorbereitet, dass ein Gegner kommt, der sehr variabel spielt und auf allen Positionen stark besetzt ist. Und ja, auch so ein bisschen auf die Atmosphäre und dass es ein Derby ist, ein Klassiker, dass es für die Fans wichtig ist auf beiden Seiten. Und unterm Strich muss man einfach sagen, wir haben hier ganz, ganz wenig zu verlieren. Göttingen ist Tabellenführer, hat 11 Spiele in Folge gewonnen und wir wollen einfach ein gutes Spiel machen und gucken, was dabei rauskommt. Jetzt bei mir der Coach der Gäste. Erstmal herzlich willkommen in Paderborn. Ihr habt ja eine Mordskulisse mitgebracht. Habt ihr das bei jedem Auswärtsspiel so? Nein, nicht so viel. Wir haben, wo wir gehen, da haben wir immer Fans, aber so viele haben wir auch diese Saison noch nicht gehabt. Das ist einfach super natürlich. Okay, kommt mit 11 Siegen in Folge hierher. Wie geht das Spiel heute aus? Schwierig natürlich. Ich denke, dass jedes Auswärtsspiel in Europa ist schwierig. So, wir unterschätzen Paderborn sehr sicher nicht. Wir kennen die Stärke von Paderborn und wir hoffen, dass wir das wegnehmen können. Datum, 30 Jahre Basketball, Bundesliga und zweite Liga in Paderborn. Bei mir ein Spieler, der die Mannschaft damals vor 30 Jahren mit in die zweite Liga geworfen hat. Ja, wie hat dir das Spiel heute gefallen? Ja, super muss ich sagen. Also tolle Atmosphäre hier. Damals hatten wir nicht ganz so viele Zuschauer. Und die Göttinger machen ordentlich Alarm, aber die Paderborner halten gut dagegen. Also gefällt mir sehr gut bisher. Ja, beide Mannschaften kämpfen gut. Göttingen klarer Favorit. Was glaubst du, wie geht es heute aus? Ich habe getippt mit +2 für Paderborn natürlich. Und wir haben alle einen Euro in die Schale geworfen und ich hoffe mal, dass ich recht behalte am Ende. Okay, so, jetzt sind wir mal im Gästeblock. Hallo erstmal, wie hat dir die erste Halbzeit gefallen? Ja, es war, denke ich, eine sehr intensive Halbzeit. Beide Teams kämpfen und geben alles hier heute für den Sieg. Und die Stimmung hier in der Halle ist einfach super. Deswegen macht es auch immer wieder Spaß für uns, hier nach Paderborn zu kommen. Weil Göttingen-Paderborn hat ja durchaus eine gewisse Tradition und eine geniale Stimmung. Und
ja, hoffen wir, dass die zweite Halbzeit genauso spannend wird und wir rechnen natürlich fest mit dem Sieg von unserem Team. So, jetzt mal ein Paderborner Fan bei mir. Wie hat dir die erste Halbzeit gefallen? Ja, sehr gut. Couragierter Auftritt. Ich denke, Stachola hat auch seine ersten Minuten gut überstanden. Unsere deutschen Spieler toll. Lars Kamp. Ja, ist toll. Egal, was jetzt passiert, die erste Halbzeit kann uns keiner nehmen gegen den Spitzenreiter. Und wer weiß, vielleicht klemmt ja der Schalter und wird nicht umgelegt. Die Baskets haben es nicht ganz geschafft nach großartigem Kampf. Leider 80-91 verloren. Die Göttinger feiern hier und wir gehen jetzt mal auf Stimmenfang. So, als erstes bei mir Philipp Stachola. Philipp, erstmal einen Glückwunsch zu dem großartigen Kampf heute. Die Mannschaft hat ja wirklich super gekämpft. Ja, wir haben halt wirklich als eine Einheit gekämpft, vom letzten Mann auf der Bank bis zum ersten Mann, der gespielt hat. Und alle haben an einem Strang gezogen. Es war auf jeden Fall sehr positiv heute. Ich hatte draußen den Eindruck, dass so im letzten Viertel ein bisschen die Kraft gefehlt hat am Ende. Ist das richtig? Also das Spiel war sehr intensiv, wir wussten es, derjenige wird bessere Chancen haben, das Spiel zu gewinnen, der mehr investiert. Aber es war sehr clever, dass die Göttinger dann auf so eine Matchup-Zone oder auch auf eine auf sowas wie eine sehr außenstehende Manndeckung gesetzt haben. Das hat uns ein bisschen durcheinander gebracht. Leider haben wir dann von außen nicht so getroffen, wie wir es hätten tun müssen, um das Spiel zu gewinnen. Das war sehr clever von denen, uns auch mit aus dem Rhythmus zu bringen, und das ist am Ende auch der Grund, warum wir das Spiel verloren haben. So, bei mir nochmal der Gästecoach. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Sieg. 91-80 war aber ein hartes Stück Arbeit. Habt ihr das so erwartet? Ja, natürlich. Ich meine, was ich gesagt habe im Vorspiel, das sind kein einfache Auswärtsspiele in Europa. Ja, so auch nicht in Deutschland. So immer schwer. Und ja, für uns hat ein bisschen Glück gehabt, denke ich. Aber am Ende denke ich, dass wir verdient gewonnen haben. Ja, der Sieg geht absolut in Ordnung. Ich habe das Gefühl gehabt, so Mitte, drittes Viertel habt ihr umgestellt auf eine erweiterte Zone und uns ist die Kraft ausgegangen. Ja, ich denke natürlich, die Zone hat gut funktioniert, aber wir sind einfach auch aggressiver, 1 gegen 1 gegen Verteidigung, auch in die Zone. Und dann sind wir auch aggressiver zum Korb, we attack the basket stronger. Und das hat funktioniert.
So, bei mir jetzt nochmal Martin Krüger, unser Coach. Martin, erstmal herzlichen Glückwunsch zur Leistung heute. Das war ein klasse Spiel der Mannschaft. Was hat dir besonders gefallen? Ja, also was mir wirklich gut gefallen hat, dass wir also von der ersten Sekunde an hoch konzentriert und natürlich auch hoch motiviert rausgegangen sind und eigentlich auch in der zweiten Halbzeit es genauso wieder hingekriegt haben. Das sind ja so neuralgische Punkte, wo wir schon mehr als einmal auch Probleme hatten, aber heute hat das wirklich exzellent geklappt und wir haben ja dann auch 25, fast 30 Minuten lang das Spiel sehr offen gestaltet, phasenweise einen kleinen Rausch gehabt, wo wir dann ja auch deutliche Führung hatten. Es war aber auch klar, so wie man Göttingen kennt in dieser Saison, dass die irgendwann ihren Run kriegen würden. Und die haben sie dann im letzten Viertel auch gehabt. Und als wir dann nicht mehr trafen, haben sie uns eben halt auch überlaufen, während wir ja vorher eigentlich so ihnen die Fastbreaks gut weggenommen hatten. Ja, mein Eindruck war, dass sie mit der Umstellung auf so eine erweiterte Zone und dann am Ende mit ein bisschen mehr Kraft dann das Spiel gewonnen haben. Naja, Göttingen ist sehr, sehr tief besetzt, das muss man ganz deutlich sagen. Und das eben nicht nur auf zwei oder drei Positionen, sondern also bis Platz 8, 9 auf der Bank eben fast mit Spielern, die in erster Linie aus den ersten Ligen in Europa kommen. Und dass solche Spieler, die dann auch noch eine ganze Menge Erfahrung haben, noch eine kleine Schippe zulegen können, ist eigentlich nicht überraschend. Ja, jetzt nehmen wir mal das Positive mit für die letzten vier Spiele. Ist da noch was drin für uns? Also ich denke, 30 Minuten von heute plus 10 zusätzliche richtig gute Minuten, dann haben wir immer eine Chance. Dann haben wir immer eine Chance. Ja, es gibt keine Garantien auf den Sieg und man muss sich jede Sache wieder neu erarbeiten. Aber Optionen sind immer da. Okay, dann drücke ich die Daumen für nächste Woche in Crailsheim. Wir sehen uns da. Ja, und danke fürs Interview. Alles klar.